Hallihallo, hallöle, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play, den Pro Cycling Manager 2015 mit dem Pro Cyclist Modus und unserem André Goddy, unserem angehenden Etappenfahrer, 19 Jahre jung und fährt beim BMC Nachwuchsteam, oder? Ja, so, alles richtig hinbekommen. Und simuliert bis zum nächsten Rennen, also ihr habt nichts verpasst oder so, ich habe nichts irgendwie simuliert, also... Haha, kein Rennen dazwischen simuliert oder so. Es ist jetzt das nächste Rennen. Und das besteht aus 4 Etappen. Ronde de Lizard. Und die erste Etappe ist uns durchaus nicht unattraktiv. Die zweite ebenso. Die dritte ist hügelig, aber machbar. Und dann nehmen wir das auch wieder mit. Also... Das könnte eine Rundfahrt nach unserem Geschmack sein. Wäre die dritte Etappe jetzt noch ein kurzes Zeitfahren oder so? Ne, ein längeres, ne? Kurzes Zeitfahren zählt, glaube ich, als Prolog. Und unser Prologwert ist bei 69. Oh, ging auch. Naja. Freunde, ich freue mich. Und wir sind auch... Wir sind bei dieser Strecke sogar einer der Favoriten. Mit Silvio Herklotz von Team Stölting und Felix Großschartner von Team Felbermeier. Ah, Mamikin! Mamikin, du alte Lutsche! Ja, schön, dass wir den wiedersehen. Also, wir sehen ihn gleich im Rennen. Bis gleich! Wird sich hier durchsetzen. So, Freunde, ja, nur wirklich ein starker Fahrer wird sich durchsetzen können. Oder schlecht vorbereitete Fahrer. Keine Sache, schlecht vorbereitete Fahrer oder schwache Fahrer oder Fahrer an sich oder man weiß es nicht. So, genug des Plauderns. Wir werden natürlich hier wieder ernsthaft fahren. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht auf die Bergwertung gehen. Da pfeife ich jetzt gerade drauf. Dieses Ziel bei dieser Rundfahrt ist ganz klar. Und das stellen wir jetzt besonders sinnvoll scheint mir das nicht zu sein. Offen und ehrlich kommunizieren wir dieses Ziel. Wir wollen unter den ersten 3 bei dieser Rundfahrt landen. In der Gesamtwertung, selbstverständlich. Ui. Achtfach wollen wir nicht. Achtfach ist, sieht immer blöd aus. Ja, siehst du? Siehst du? Siehst du? Dit mein ich, dit mein ich. Ja, da vorne die Gruppe versucht sich gerade abzusetzen. Ihnen war das Tempo hinten muss im Hauptfeld auch jetzt etwas ja zu nicht gemütlich. Hier jeder hier los. Mamikin bleibt. Mamikin will anscheinend diesmal nicht auf die auf das Wertungstrikot gehen, sondern hier wahrscheinlich mitfahren. Keine Ahnung. Ein gefährlicher ist auch vorne. Ja, wird natürlich jetzt auch noch eine relativ neue Erfahrung, weil ich definitiv erst hier in dem Bereich so unterschiedliche Mannschaften ist mein Plan. Sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Also nach der Sprintwertung so langsam das Tempo anziehen. Hier vielleicht eine kleine Attacke, sodass wir irgendwie mit einer Gruppe wegkommen oben an dem Ding. Und dann runter nochmal ganz kurz auslaufen lassen, Beine schütteln und dann wollen wir mit einer der vorderen Gruppen den Berg erklimmen. Mal schauen. So ist der Plan. Ich gebe zu, ich fahre ungern lange Angriffe. Das heißt, hier wirklich auf dem letzten Stück, was da hochgeht, also ganz rechts, da will ich jetzt eigentlich nicht mehr groß angreifen. Außer irgendwie, ich muss eine Lücke zugreifen. Der Angriff, den ich haben will, ist ein kurzer Knapper auf diesem ganz kleinen spitzen Stück vor dem Endanstieg. Da möchte ich angreifen, kurz und knackig. Wir haben ja einen anständigen... Nein, haben wir nicht. Kein anständigen Beschleunigungswert, okay. Deshalb kommt er nicht aus dem Arsch bei Angriffen. Naja. So, vierfach wollten wir, Jungs. Der Plan steht. Ob der umsetzbar ist, ob der realisierbar ist, ob wir das so hinbekommen, in der Spitzengruppe funktioniert überhaupt nicht. Wird und muss jetzt ich zeigen. Jetzt wollen sie sich gegenseitig auseinandernehmen und greifen ständig an. Ja, ihr habt es gehört, vorne befinden sich jetzt in einem der anspruchsvolleren Abschnitte. Mit einer Steigung von über 10% Bergwertung geht es hier steil bergauf. Gefightet. Ja, 10% ist natürlich schon ein Anstieg. Ihr seht jetzt hier, der Carrison, das ist einer der zum, das ist unser Sprinter. Der ist abgestellt worden, um uns zu beschützen. Dem geht gerade der Puls, Oberkante, Unterlippe, ne? Wir fahren noch relativ easy peasy da durch die Gegend. Geschützt durch Carrison, das heißt... Er nimmt uns so ein bisschen, so kann man sich vielleicht vorstellen, so ein bisschen nimmt er uns
Jetzt geht es also endlich die Anstrengung. Das ist ja, weil er schützt uns als der Anstieg. Der Kommentator nervt. Ich glaube, den schalte ich auch mal aus, oder? Für die Fahrer, aber eigentlich, die jetzt ihre Linie klug wählen und eine ideale Position auf dem Rennrad einnehmen müssen. Ja, jetzt halt den Mund. Eigentlich brauche ich schon, weil er mir da sagt, irgendwie ein Teamkapitän ist gefallen, irgendwie Plattfuß. Oder Ausreißer, keine Ahnung. Aber manchmal nervt er. Genau, der Kereson, der nimmt mir durch das Beschützen so ein bisschen die Anstrengung, ne? Weil er, beziehungsweise ich kann... Das Tempo im Hauptfeld ist nun deutlich langsamer geworden. Ja. Von den Mannschaften, die Fahrer in der Ausreißergruppe haben, ist naturgemäß keine Initiative zu erwarten. Die überlassen das lieber den anderen Teams. Gut. Kann ich dann windgeschützt fahren und ja, nimmt ein bisschen den Puls. So, endlich habe ich das beendet. Oh, guck mal, Michael Kucher vorne. Den habe ich doch vorhin schon mal gelesen. Hat er nicht bei irgendeinem Sprint mitgewirkt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei der 10% Steigung werden die doch auseinandergepflückt haben. Naja, bei uns im Team, der Hemrul besorgt gerade neue Trinkflaschen. Ist jetzt schon hier fast bei uns vorne angekommen. Da gibt es jetzt Trinken für den Gotti. Und kriegt der Carrison auch noch trinken? Kann er nämlich gebrauchen. Naja, das haben sie jetzt davon. Jetzt erst wollen sich ein paar Fahrer um die Tempoarbeit drücken und jetzt wird angegriffen. Ja, da vorne so geht's kommt ab. Die Gruppe nie durch. Schade, dass ich da nicht hin scrollen kann. Das geht im Karrieremodus. Da kannst du dir alle Gruppen auch artig angucken, was da so abgeht. Hier bist du anscheinend auf die Gruppe beschränkt, wo dein Pro Cyclist sich befindet. Falls ihr euch schon mal immer gefragt habt, warum ich hier nur auf mich gucke. So, jetzt sind wir hier bei der Viererbergwertung. Aber wie gesagt, das interessiert. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Relativ wenig. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. So, und das Beschützen hat natürlich noch den anderen Vorteil. Man ist ein bisschen besser abgeschirmt oder abgeschützt vor Massenstürze, ne? Das noch so ergänzend dazu, bevor ich mir wieder seitenweise Kommentare durchlesen darf. Aber ich mache es ja gerne. Ich finde es ja gut, wenn ihr mitdenkt und mir noch ein paar Ratschläge gibt. Meine Nase juckt. Und noch eins obendrauf. Das ist ein gutes Zeichen. Ein weiterer Angriff aus der Spitzengruppe. So, wir bleiben geduldig. Oh, weit unter dem gelben Puls. Der Kereson macht da wirklich einen sehr guten Job hier. Und wir fahren easy peasy hier die Berge hoch. Das ist schon eher unser Bereich, unser Gebiet, unser Métier. Métier? Ist das richtig? Métier. Wir kommen zur zweiten Hälfte des Rennens. Ich würde Métier sagen. Das Tempo des Feldes ist jetzt wirklich am Anschlag. Einige Fahrer werden uns gleich mithalten können und abreißen lassen. So, vierfach, komm. Lalalalalalalalala. Wie viele Minuten sind die denn? 4 Minuten, 4,5? Vier, man glaubt gar nicht, wie schnell 4 Minuten gleich futscht sind, wenn es hier hügelaufwärts geht, bergaufwärts geht und die frischen Favoriten, die richtig guten Bergfahrer, dann anfangen total durchzudrehen. Dann sind 4 Minuten so schnell weg, man glaubt es ja auch nicht. Und schon jetzt sind wir schon bei 3 Minuten 20. Alles gut. So, wir lehnen uns schon mal langsam aber sicher zurück. Trinken nochmal ganz kurz hier von der Rockstar Energy Dose. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Sponsor. Wenn irgendjemand bei Rockstar arbeitet, der was zu sagen hat, ich habe kein Problem. Ich trinke das Zeug wirklich und ihr habt einen wunderbaren Werbepartner. Green Apple. Sauerfruchtig. Aber durchaus jetzt versucht er es auf eigene Faust. Er will wohl seine Begleiter abschütteln. Lalalala. Der vorletzte Anstieg des Tages, würde ich mal sagen. Der vorletzte ernstzunehmende Anstieg des Tages. Wir befinden uns, wir können ja mal ein bisschen hier
Könnte ich weiter runter. Die Sicht genießen. Ihr seht, das ist das, was man Gebirge nennt. Da unten sind wir vorhin noch rumgefahren. Hui. Ah, komm. Das ist eine schöne Ansicht. Oh, guck mal. Irgendwo da oben, gleich geht's hier nochmal hoch, aber irgendwo vielleicht da oben ist unser Ziel. Nee, ich glaube eher da oben. Nicht alle sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Guck mal an, wir befinden uns jetzt dann auch im gelben Pulsbereich, weil Carrison, na, der ist noch da, aber der wird jetzt gleich hier wegflattern. Das Rabobank-Team müsste das sein, leistet beeindruckend starke Verfolgerarbeit. Und jetzt müssen wir gucken, dass... Ja, nee. Ich dachte, es ist, besteht die Chance, dass sich das Feld splittet. Das kommt also auch vor. Allerdings, meistens, wenn es windiger ist, ne, hast du Windkante und bam. So. Nichtsdestotrotz müssen wir, sobald es jetzt bergab geht, so ist es. So, und nun geht es erst einmal bergab und die würde ich mich dann doch schon bleiben und bei der Linienwahl keine Fehler zu machen. Hier irgendwo positionieren wollen. Denn ich brauche trinken, Jungs. Was mache ich denn jetzt? Ich laufe hier auf Sparflamme, ne? Gut ist, dass ich ja gleich eigentlich rausfahren wollte, aber schlecht ist, dass ich glaube, dass das jetzt zeitlich gar nicht mehr hinkommt. Hol trinken! Da lasse ich mich nicht zurückfallen, das bringt mir gar nichts. Bis ich wieder vorne bin, ist das Ding gegessen hier. Scheiße, ey. Sorry, Leute. Ich muss jetzt hier notgedrungen. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Nun schiebt sich das Feld langsam wieder an die Spitze heran. Der Vorsprung wird kleiner. So, bin ich raus? Bin ich raus? Ja. So, eben was zu trinken holen. Huh. Ist das nicht hier der Pfaffo von denen? Der Herrklotz? Kann ich den mal angucken? Ah, dann macht Rabobank, glaube ich, jetzt gar keine Nachführarbeit hinten. Doch. Nee, Rabobank nicht, aber... Doch. Komisch. Dann ist der nicht von Rabobank. Nee, ist er auch nicht. Ah. Okay. Hauptsache, ich habe trinken. Das ist jetzt gerade viel wichtiger. Und wir wollen ja auch noch gar nicht. Das ist ja alles gerade... Ja, ich fahre zu sehr im Wind jetzt. Das nervt. So, komm. Ja, sehr gut. Carrison ist da. Ja, das reicht jetzt nicht, um komplett hier gelb wieder aufzu... Oh, um Gottes Willen, nein. Gucken, ob wir hier ein bisschen wegkommen. Nein. Die leisten echt gute Arbeit hier, die beiden Rabobank-Menschen. Sollen natürlich jetzt hier nicht in unserem Wind mitfahren. Den Sprintriegel behalten wir uns für schlechte Momente, würde ich sagen. Also wirklich hier irgendwo. Wir bringen den Puls des Feldes jetzt mal hoch. Aber gleichmäßig. Wir werden hier nichts jetzt forcieren. Das ist Unsinn. Jetzt gehen die aber richtig zur Sache. Immer dranbleiben. Hey, verdammten. In der Spitzengruppe gibt es einen Vorstoß. Den darf ich nicht aus den Augen verlieren. Den Herr Klotz.
So, jetzt geht's richtig fies hoch. Und das ist der Hügel, wo ich eigentlich, ja, mit Tagesform von plus 2, wo ich eigentlich einen Angriff starten wollte. Wenn die Möglichkeit besteht, fahre ich aber natürlich auch gerne mit 75 Einsatz raus. Müssen wir mal schauen. 1 Kilometer bis zu der Bergwertung. Das heißt, es geht noch ein bisschen was. 13 Sekunden. Alle Ausreißer sind eingeholt. Wir sind Erster. 18 Sekunden. Ohne einen Angriff zu verschwenden, wäre das eine schöne Sache. Bergab, geht das klar? Puls auf, ist mir zu hoch. Und der Vorsprung sinkt. Ja klar, bergab ist so eine Geschichte. Komm, ich spare mir den Puls. Ich brauche Gelb, um hier gleich nochmal zu zünden. Lass die 7er-Gruppe mich ruhig einholen. Es wird Zeit, den Riegel zu fressen. Ich hoffe, es ist nicht zu früh. Der braucht eine Weile, bis der dann wirklich sich entfaltet. Wir sind noch vorne. Jetzt ist die Frage, ob die sich gerade über mich lustig machen da hinter mir. Und mein gelber Balken ist natürlich schon ziemlich am Sack. Ist so. Energy Riegel zündet. Ich ziehe mal auf 80 hoch. 15 Sekunden. 17 Sekunden. Wie weit ist es? 6 Kilometer. Es wird zu wenig gelb gerade, Leute. Ich muss weniger machen. Der gelbe Balken, wenn der weg ist, frisst es mir den roten auf und dann habe ich gar keinen Saft mehr. Und dann können wir nur noch hochradeln. 40 Sekunden. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir den gelben Balken fast bis zur Ziellinie, bis zur Sprintmöglichkeit mitziehen. 40 Sekunden. 5 Kilometer bis ich muss noch ein bisschen runter, Freunde. Das geht nicht. Das sind 2 Kilometer gefahren und der gelbe ist fast weg. 40 Sekunden, wir haben Vorsprung. Wir gehen auf 60, 58, 56. 40 Sekunden, 41, 39, okay, 58. Der Vorsprung bleibt fast konstant. 38, er geht runter. Na, 39. Wir haben noch gelben Balken. 40 Sekunden wäre natürlich ein sehr geiles Ergebnis. Der Abstand zum Hauptfeld ist beträchtlich gewachsen. 39, und immer noch 38, macht es keine Anstalten zur Aufholjagd. 36, zu er geht runter. 38, 35. 2 Kilometer. Wir können ein bisschen mehr geben, glaube ich. Ein Hauch. 30. Wir müssen mehr geben jetzt. 28. Das sind 7 Leute, die da fahren. Oh, Freunde. Wir können sprinten. Wir sprinten. Jetzt beginnt der Endspurt. Wer wird heute wohl als Erster über die Ziellinie gehen? Das sollte passen. Ja, das sollte passen. Er ist platt, aber er radelt, er rollt ins Ziel. Da hat er einfach Entschlossenheit bewiesen. Wir holen uns den Sieg. Sammlung einen weiteren Sieg hinzufügen. Bei dieser Etappe. Vor Silvio Herklotz, vor dem, ja, den Fahrer, den wir im Auge behalten wollten, der hatte auch einmal die Möglichkeit, da bin ich Rabobank sehr dankbar, die haben die Lücke ganz schnell wieder zugefahren, da habe ich das Hinterrad komplett verloren, da war er so 20, 30 Meter vor mir. Ja, als das wieder zusammengeführt war, nutzte ich dann, ja, wie wir es geplant hatten, wirklich die Chance. Sie gerade verpasst haben, genau. Hier sind die Höhepunkte des Rennens. Absolut, nutzte ich dann die Chance und ja, nach Lehrbuch würde ich sagen. Vielleicht am Anfang ein bisschen zu viel rausgepowert, als wir 40 Sekunden hatten. Weiß ich aber nicht. Vielleicht war es genau richtig. Ihr habt gesehen, die Energie hat fast bis zum Ende gereicht. Wir haben gewonnen, also kann es nicht verkehrt gewesen sein. Alles war mit Sicherheit nicht verkehrt. Die Taktik stimmte. Ich bin froh, dass wir ohne Angriff ausgekommen sind. Also wir sind wirklich mit Einsatz aus dem Feld rausgekommen. Finde ich gut. Weil uns fehlt einfach so ein bisschen der Beschleunigungswert, um wirklich explosiv da anzugreifen. Ja, Freunde. Etappenziel mehr als erreicht. Erster Platz. Und das wird dann die zweite Etappe werden. Ich bin gespannt. Das ist schon einiges zu gehen. Freue ich mich. Ich hoffe, ihr seid da wieder am Start. Und sind wir auch Favorit. Mit Silvio Herklotz wieder einer der 3-Sterne-Favoriten. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.